Und bei mir im Studio ist jetzt der Terrorismusexperte Jörg Traubot. Herr Traubot, ist es nur mein Eindruck oder hat sich die Bundesanwaltschaft da jetzt schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt? Also es klingt ja so, als sei sie sich schon ziemlich sicher, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt hat, oder? Es klingt so. Ich hoffe, sie ist sich auch sehr sicher. Denn was sie bisher gesagt hat, das klingt alles nicht sehr überzeugend. Vielleicht, dass die Verdächtigen, die heute festgenommen wurden, dass die aus der islamistischen Szene kommen, aber das heißt ja alles noch gar nichts. Also mein Eindruck ist es, Frau Bildau, dass Stockholm da etwas zurückhaltender war mit den Erstinformationen. Und außerdem, was heißt islamistische Spur? Das würde ich etwas genauer von denen hören, denn es gibt ja eigentlich keine standardisierten Spuren mehr. Heute kann alles Mögliche islamistisch sein. Da muss man einfach mal sehen, was genau dort los ist. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so die typische Handschrift von einem islamistischen Anschlag. Naja, seitdem wir die Anschläge mit Lastwagen, mit Messern, mit Äxten und all diesen Dingen haben, ist alles möglich. Jeder Individualist, der meint, Dschihadist zu sein, kann natürlich so etwas machen. Ich warne auch davor zu sagen, dass wir hier mit einer neuen Generation oder mit einer neuen mit einer neuen Phase des Terrorismus zu tun haben. Es war in London vor dem Parlament, in Stockholm war es vor einem Einkaufszentrum, in Berlin war es am Weihnachtsmarkt. Jetzt ist es ein sehr bekannter Fußballclub. Also diese neuen Ziele sagen eigentlich nur eins, alles ist möglich. Aber lassen Sie uns noch mal ein bisschen detaillierter über dieses Bekennerschreiben sprechen. Was wissen wir jetzt genau? Dieses Bekennerschreiben, wenn es denn überhaupt echt ist, wenn es nicht irgendetwas anderes ist, es kann ja genauso gut sein, dass es ein Nachahmetäter ist, richtet sich natürlich gegen zwei Dinge, die eigentlich sehr logisch klingen. Einmal gegen den Tornado-Einsatz der deutschen Luftwaffe. Das betrifft mich als ehemaliger Tornado-Mann. Ich bin als Waffensystemoffizier im Tornado geflogen vor langer Zeit. Und es geht auch um Rammstein. Und das sind die beiden Dreh- und Angelpunkte, die natürlich Islamisten überhaupt nicht wertschätzen, weil sie davon ausgehen, dass da die Aggression herkommt. Und deswegen, wenn das so stimmt, ist es eine knallharte politische Erpressung, auf die natürlich niemand eingehen wird. Aber gab es denn schon mal islamistische Anschläge gegenüber Prominenten? So prominent, wie das jetzt im Augenblick passiert, das ist, nein, das gab es noch nicht. Also es ist zum ersten Mal eben ein prominenter Fußballclub, wird hier genannt. Aber Einzelpersonen, die hier im Inland angegriffen werden, nein. Es ging bisher immer nur um größere, weichere Ziele, die allerdings charakterisiert waren dadurch, möglichst prominent, möglichst viele Nationen und möglichst eine große mediale Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich hier, wenn ich dieses an sich unzutreffende Wort genial einfach mal gebrauchen darf, das ist schon genial gemacht, denn es kommt überhaupt nicht auf die Anzahl der Toten an. Gott sei Dank gibt es keine Toten, sondern es kommt darauf an, dass man in die Szene reinkommt. Das Fußballspiel wird wiederholt. Damit hat der Terror, wenn es denn Terror war, auf jeden Fall dieses Potenzial hat noch mal ganz besonders gewonnen. Denn heute Abend wird es sicherlich eine sehr große Emotion im Fußballstadion geben. Und genau das ist es, was Terror erreichen will, wenn es denn, wie gesagt, islamistischer oder ein anderer Terror war. Im Bekennerschreiben soll ja auch gestanden haben, dass jetzt Prominente, nicht nur Sportler, sondern auch Schauspieler und andere Prominente, jetzt auf einer Todesliste stehen. Gibt es diese Todesliste der Terrormiliz IS denn? Nein. Was wissen Sie darüber? Nein, nein. Also Todeslisten dieser Art, es gibt Staaten, die definiert werden, die jetzt zur Antiterror Antiterrorvereinigung der Amerikaner gehören, aber es gibt keine mir bekannte, keine Todesliste von irgendwelchen Prominenten, die jetzt Angst haben müssten, dass sie die Nächsten sein würden. Also es ist eine typische Geschichte aus so einem Erpresserbrief. Ich habe viele Erpresserbriefe in meinem Leben gesehen, aber einen Terror-Erpresserbrief, in dem namentlich Menschen genannt werden, den kenne ich nicht. Weil der Sport ist ja nicht zum ersten Mal Ziel eines Anschlags geworden, oder? Es begann eigentlich in Boston und ging dann weiter über das Länderspiel Deutschland-Frankreich. Hannover wurde ja abgesagt. Und wir haben jetzt wieder einen Angriff gegen den Sport. Ja, Deutschland ist eine Fußballnation und
Ach, man muss wissen, der Terror zielt eigentlich auf eines und das sind unsere Emotionen. Man kann auch sagen Angst. Aber hier beim Fußball geht es auch um sehr viele Emotionen und deswegen plädiere ich ganz stark dafür, dass wir uns durch unsere eigenen Emotionen nicht verführen lassen, sondern aufpassen, dass wir dem Terror nicht den Raum geben, den der Terror eigentlich will. Also sehen, was passiert ist, die Polizei macht ihre Arbeit und wenn das dann gelaufen ist, dann können wir auch qualifiziert zu der Motivation Stellung nehmen. Herr Traubot, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und bei mir im Studio ist immer noch der Terrorismusexperte Jörg Traubot. Herr Traubot, wie sehen Sie die Rolle der Politik nach einem Terroranschlag, insbesondere an einem Tag wie heute? Ich habe eben in dem Interview dreimal das Wort Solidarität gehört. Es ist natürlich klar, dass sich die Menschen und auch die Politiker mit diesem Anschlag solidarisieren. Aber was ist geschehen? Wir haben den Anschlag gegen einen BVB-Bus, wir haben zwei Verletzte und wir wissen eigentlich gar nichts. Und trotzdem gibt es Pressekonferenzen, die Bundeskanzlerin schaltet sich ein, telefoniert mit Herrn Watzke. Nach diesen ganzen Terrorerlebnissen, die ich mitverfolgt habe, möchte ich sagen, Weihnachtsmarkt in Berlin, ja, richtig. Aber im Augenblick wissen wir noch gar nicht, was hier genau passiert ist. Kann das sein, dass Politik auch ein Interesse daran hat, hier eben sehr stark mitzumischen? Ich sage es einfach mal ganz krass und ungeschützt. Wir sind in einem Wahlkampfjahr, auch in NRW. Ich verstehe, wenn Hannelore Kraft ihr Mitgefühl ausdrückt. Aber für mich ist entscheidend, dass die Fans zu ihren Fußballmannschaften stehen, dass es den Spielern gut geht und dass das heute Abend ein gutes Fußballspiel wird. Ich möchte an dieser Stelle dieses speziellen Anschlages, von dem ich noch nicht mehr das Wort Terror gebrauchen möchte, möchte ich eigentlich davor warnen, dass zu viel Betroffenheit von oben hereinkommt, denn das rührt die Menschen noch viel mehr auf, als es vielleicht im Augenblick angebracht ist. Aber hätten sich die Menschen nicht gefragt, wenn die Kanzlerin sich heute nicht zu Wort gemeldet hätte, nachdem die Bundesanwaltschaft gesagt hat, ein terroristischer Anschlag mit einem islamistischen Motiv ist möglich oder sogar wahrscheinlich. Aber was heißt die Aussage? Die Bundeskanzlerin und unsere gesamte Politik weiß ja auch noch nicht, ob es wirklich Islamismus ist. Vielleicht ist es einfach nur ein Einzeltäter. Will eigentlich auf Folgendes hinaus. Also ich habe ja Verständnis für die Politik, dass die Betroffenheit dargestellt wird. Aber ich nenne jetzt mal dieses Wort Betroffenheitszirkus. Es ist so viel los nach einem Terroranschlag und wir, die Bevölkerung, wir müssen einfach lernen, aus diesem Dreh herauszukommen. Die Engländer können das gut, die Schweden können das auch ganz gut, die Deutschen können es nicht so gut. 80% der Deutschen haben statistisch gesehen offensichtlich eine riesengroße Angst vor Terrorismus und vor Unsicherheit, vor politischem Extremismus. Und diese Dinge, wenn Politik sich so stark einschalten wie in diesem Szenario, verhindern eigentlich, dass es wieder eine Deeskalation gibt. Also ich wäre sehr glücklich, wenn wir sagen würden, lasst die Polizei die Arbeit machen, lasst uns ein schönes Fußballspiel haben. Und wenn die Polizei mit Ergebnissen kommt, dann kann Politik kommen. Innenminister Ralf Jäger hat eben in der Nachfrage angedeutet, es könnten mehrere Terroristen sein oder Täter sein und sie könnten auch noch andere Anschläge ankündigen. Und das ist genau das, was ich eigentlich für schlecht halte. Vielen Dank, Herr Traubot, für Ihre interessante Einschätzung. Ja, meine Damen und Herren, das Stichwort Solidarität ist im Laufe unserer Sendung oft gefallen. Und auch im Internet zeigen sich die User solidarisch. Wir zeigen Ihnen jetzt einmal einige Tweets hier vom Auswärtigen Amt. Da heißt es Bad for Away Fans und das bezieht sich auf eine Aktion der Dortmunder Fans. Die haben nämlich den Fans von Monaco Schlafsofas oder sogar die Betten zur Verfügung gestellt, dass sie dort in der Nacht unterkommen konnten. Rivalität im Sport endet am Spielfeldrand. Zusammenhalten gegen den Terror. Die Fans BVB und AS Monaco machen es vor. Und auch Solidarität gibt es von den anderen Fußballclubs. Vom Mainz 05 heißt es, gute Besserung, Marc Bartra und Kopf hoch, BVB, ihr schafft das heute. Mainz 05 steht an eurer Seite. Und ein weiterer Internet-User schreibt, großes Kompliment an die Fans des BVB und AS Monaco. Sie beweisen, dass Anschläge nur erreichen, dass unsere Solidarität stärker wird.